Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Gim. Und ich denke, Leute, heute werden wir zur Innenstadt fahren, Leute. Um Vitus nächstes Gebiet zu holen, Leute. Warte, mach mal. Ja. So, wie gesagt, Leute, wir werden jetzt die Innenstadt zurückgehen und Innenstadt kriegt jetzt die Vito, Leute. Das komplette Gebiet, die Kontrolle von den Geschäften und alles bekommt Vito, das ich sage. Würde ich so sagen, Vito kriegt dann das Gebiet, die Geschäfte von denen und dann schauen wir einfach, was Vito sagt dazu. Und dann haben wir nur noch einen Lieutenant und dann sind wir ja fertig hier mit den unteren Chefs von Soul Marcano, Leute. So, jetzt müssen wir wieder warten auf unserem Donovan, Leute. Bin mal gespannt, was jetzt abgeht. In dieser Gegend hier hat ein gewisser Tommy D'Orazio das Sagen. Nach allem, was ich gehört habe, ist der Typ völlig durchgeknackt. Aber ein echter Crack im Umgang mit Zahlen. Dann kümmert er sich wahrscheinlich um Luma Canos Bücher. Er führt seine Bücher, betreibt Geldwäsche und er managt sogar Louis Beziehungen zu Lokalpolitikern. Tony schmiert sie kräftig und hält sie so bei Laune. Wie komme ich an ihn ran? Tja, genau da wird's interessant. Tony hat eine Penthouse-Wohnung im obersten Stock des Royal Hotel. Der Aufzug ist codegesichert und Tonys Leute sind überall im Hotel. Er wird ja auch irgendwann mal das Haus verlassen. Ich muss wissen, wann er kommt und wann er geht. Ich beobachte den Schwanzlutscher seit einem Monat und bis jetzt ist er erst einmal rausgekommen. Und nur weil einer seiner Jungs Mist gebaut hat. Er hat ihm dafür mit einem Rohr den linken Arm gebrochen. Er hat auf meine Tarnfirma, über die er Schmiergelder und Geldwäsche abwickelt. Und der andere die Gelder von der Stadt kassiert. Da greife ich an. Und wenn er dann nervös wird, ich meine Chance. Und ruiniert gleichzeitig sein Verhältnis zu mir. Aber pass auf, ja? Obwohl Tony ein dämlicher Spinner ist, schneidet er dir die Eier ab, wenn du ihm die Möglichkeit dazu gibst. Oh, Scheibengleichter, das wird ein harter Kampf. Ich hab sogar ein Abo. Wow, er hat ein Abo, nicht schlecht. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir da alles machen müssen. Ja, Bauarbeiten, nicht schlecht, Bauarbeiten. So, jetzt schauen wir nochmal kurz. Ah, es gibt Bauarbeiten und Erpressung. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal die Baubetriebe. Oder Leute? Das wäre am effektivsten. Einfach die Baubetriebe. Ja. Tony, sympathischer Typ, Leute. Sandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei den Telefon brauchen. Warte eine Sekunde. Ja, wie kann man nochmal die Musik ausschalten? Ach, Mann. Mann, das die Musik nervt mich jetzt gerade. Guck mal kurz, ob man die Musik rausmachen können. Wir haben doch die Musik ausgeschaltet. Ich verstehe nicht, warum man die Musik.
Ich verstehe nicht, warum jetzt die Musik läuft noch. Ich verstehe das jetzt. Warte mal, Leute, gucke ich mal kurz, wo man die Musik ausstellen kann. Allerdings, ich habe die doch ausgestellt gerade. Warum die Musik so immer laut verstehe, wer will. Jetzt, manchmal ist es echt komisch, finde ich, aber naja. So, steigen wir wieder aus. Und gehen mal zu Lenny Davis. Genau. Ich gehört, Sie haben Informationen für mich. Lenny Davis, ich arbeite im Bauamt und Ihr Freund sagte, Sie könnten mir mit meinem Erpresser helfen. Was gibt es bei jemandem wie Ihnen denn zu erpressen? Mein Büro prüft neue Projekte. Ich habe Mist gebaut, meine Frau betrogen. Und dieser Jimmy Cavall hat es gefilmt. Stellte sich raus, dass das Mädel auch für Cavall arbeitet. Was will er von Ihnen? Er zwingt mich, fiktive Bauprojekte durchzuwinken und die Schätze für seine Firma anzulösen. Cavall Construction. Sie kennen den Namen sicher von Schildern an der Rathausbaustelle. Die Sache ist, er kommt eigentlich nur bei Problemen her. Das doch. Probleme machen ist mein Spezialgebiet. Einige seiner Leute hängen in der Innenstadt rum. Ich bin kein schlechter Kerl. Ich habe bloß einen Fehler gemacht. Kommen Sie unter, Lenny. Ich besuche Cavalls Jungs. Da wird schon was. Cavalls Leute wissen mehr, was er tut, als ich. Okay, dann machen wir ein bisschen Bauarbeit. So, jetzt schauen wir mal, wo wir hin können. Okay, in der ich sage, werden wir erst hier hingehen. Werden wir erstmal ein paar Vollstrecker eliminieren, wie immer. Und dann schauen wir einfach mal, was wir machen können mit. Dass wir hier mal ein bisschen aufräumen können. Dass es hier mal ein bisschen ruhiger wird hier in der Innenstadt. Und dass dann die Innenstadt Vito Scaletta gehört, Leute. Scheibenkleister. Ich wüsste was man machen könnten, Leute. Ah. Ich soll mich melden. Ich könnte helfen, aber ich muss mal.
So Leute, haben wir ihn. Ah, Mann, das war ein ziemlich, es war einfach ein bisschen schwierig da. Ich hab's gedacht, ist ein bisschen schwieriger. Aber eigentlich war es ja eigentlich optimal. Nicht viel Arbeit, bisschen verloren haben wir ja nicht so extrem viel. Und das ist ja gut. Jetzt können wir hier noch befragen Vorarbeiter. So haben wir es ja jetzt schön geschafft, Leute. So, und wir haben schon kräftig Money gemacht, Leute. Kräftig Schaden für unser Geschäft, Leute. Dass der Boss hier zurückkommt, Leute. Dass er rauskommt. Und das wollen wir natürlich schaffen. Wenn der Boss zurückkommt, muss man hier raus. Das ist Vorteil. So, und jetzt gucken wir einfach, was wir jetzt machen. Sorry. Kommt doch einfach bitte. Komm einfach her. So, glaube ich, noch zwei Leute sind es jetzt nur noch. Ja, sind ein bisschen mehr. Alter, jetzt machen wir mal Money. So, jetzt gehen wir zum nächsten Voll. Alter Schwede, Vollstrecke. Alter, wir machen hier Money bis zum geht nicht mehr Schaden gegen ihn. Und das ist ein Vorteil, Leute. Dass wir Schaden gegen ihn machen. Und das ist wichtig, dass dann Kawachs rauskommt, Leute. Das ist so wichtig. Oh Mann, jetzt sind wir. Oh. Alter, unser Marcano wird langsam Probleme kriegen, Leute. Sehr viele Probleme. Und wenn wir dieses Gebiet wieder hin, machen wir dann wieder ein bisschen fürs Vito wieder ein paar Gefallen, wenn es passt, Leute. Und das ist immer das Beste, wenn wir dann Gefallen machen nach so einer Mission, nach dem Gebiet.
So. Entschuldigung, jetzt holen wir uns noch ein bisschen Geld, wie immer. Lass mal wieder ein bisschen Money haben. Das ist immer wichtig. Money, Money, Money haben wir. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen, tun jetzt nur ein bisschen, wieder ein bisschen Geld rein. So Leute, und jetzt haben wir nur noch zwei Sachen. Jetzt haben wir noch zwei Bereiche, wo wir hin müssen. 23.000 haben wir jetzt noch. Zwei Dinge, okay. Das heißt, viel fehlt. Nimi? Alter, ich hab doch gebremst, Mann. So, denn. Pass bloß auf mich auf, ja. Hauptmann, beeil dich doch mal ein bisschen. Lauf doch mal ein bisschen. So, der nächste ist auch weg. Kommt doch einfach her, Mann. Herkommen. Hopp, komm her, einfach herkommen, bitte schnell herkommen. Hopp, herkommen, ja, super Mann, Typ, super Typ. Aber Leute, ich würde sagen, somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.